Vorgestern ging es endlich mal los mit dem Sonnenschein. Gestern gab es noch deutlich mehr und auch heute wird es relativ viel Sonne geben. Und dann geht es mit der Sonne wieder bergab. Nicht nur, weil die Tage noch ein bisschen kürzer werden, sondern weil einfach wieder viele Wolken unterwegs sind. Grüße Sie und grüße euch. Und die Silvia hat dieses Bild vorgestern eingefangen mit dem Blick Richtung Freudenstadt mit dieser Hochnebelkante. Die Heike auf dem Rennsteig in Thüringen. Da sieht man richtig die Kälte. Der Schnee glitzert und hier schien auch mal die Sonne. Sonne gab es bei der Carina in der Nähe von Landsberg am Lech mit den Eisnadeln hier auf dem Schnee, bedingt durch den Nebel in der Nacht und zweistelligen Minustemperaturen. Beim Jan Ole bei der Außenalster in Hamburg beginnt das Wasser zuzufrieren. Und ein typisches Bild von Herbert Bauer. Er fotografiert immer so sensationell, auch hier in der Nähe von Feucht. Man sieht förmlich die Kälte und es kam die Sonne heraus. Sonne gab es auch bei Marcel. Und zwar auf dem Bällchen im Schwarzwald mit dem Blick runter. Und hinten sieht man die Alpen, dazwischen Nebel und Dunst im Oberrheingraben. Sensationelles Bild, das wir als Hintergrundbild verwenden und uns mal die Sonne von gestern anschauen. Es gab in deutschlandweiten Mittel 3 Sonnenstunden obendrauf. Vor allen Dingen im Südwesten. Und wenn wir uns jetzt mal das ganze Jahr anschauen in Sachen Sonnenscheindauer, da gehe ich mal zurück, da sind wir gestern gewesen. Und das, was hier zwischen Ende November und Anfang Dezember war, bis jetzt eigentlich, war die dunkelste Phase des gesamten Jahres 2022. Und jetzt fehlen noch 26 Sonnenstunden bis Silvester. Dann würden wir den Allzeitrekord seit Beginn der Wetteraufzeichnungen von 2003 mit rund 2021 Sonnenstunden knacken. Schauen wir da auf die Temperatur, wenn wir schon dabei sind, die Zeitreihe zu nehmen. Momentan befinden wir uns hier in der kältesten Phase des gesamten Jahres. Und auch was die Abweichung angeht, die Dauer und die Tiefe im Vergleich zum langjährigen Mittel. Es war mal im September zu kalt, dann Ende Mai und vor allen Dingen Anfang April. Aber das jetzt im Dezember war eben das Kälteste. So sieht der Dezember aus. Da befinden wir uns gerade. Da geht's hin und in der nächsten Woche soll es deutlich nach oben gehen. Und da wollte ich noch kurz zurückgehen. Schaut mal hier. 10,53 und 10,56 wären wir bei der Mitteltemperatur des Jahres am 27. Dezember. Und ein neuer Rekord wäre bei 10,46 Grad. Also da bahnt sich eventuell, wenn es zu mild wird, auch ein neuer Wärmerekord an. So, und jetzt sind wir da im Dezember. Da soll es eben vor allen Dingen nach dem Hauptlauf von gestern nach oben gehen. Die Tiefstwerte gingen gestern nach unten. Minus 19 Grad waren es im Allgäu, minus 2 Grad der wärmste Ort im Binnenland in Berlin, 1 Grad auf Helgoland. Die Höchstwerte lagen bei minus 7 Grad im Südwesten, im Bergland und bei plus 3 Grad im Nordwesten. Und wie geht's weiter? Wir bleiben noch in der kalten Phase. Wir haben hier einen riesigen Klotz an Tiefdruckgebiet und die Farbflächen, die ihr hier seht, steht für das sogenannte Geopotential. Alles, was hier eher grün und blau ist, ist Tiefdruck und was gelb und rot ist, ist Hochdruck. Das Blaue ist ein Tal, das Rote ist ein Berg. Und hier ist ein Tal der Kälte über Nordeuropa und dieses Tief hier pumpt milde Luft zu uns. In 1500 Meter Höhe kommt von Südwesten die Wärmenase herangezogen und die wird dafür sorgen, dass wir im Süden eben Schnee und gefrierenden Regen bekommen. Danach am Samstag zieht das Ganze wieder durch. Ein kleines Tief über Italien, ein 5B-ähnliches Tief, wird wahrscheinlich dem Südosten nochmal Schnee bringen und dann wieder eine Abkühlung. Und achtet nochmal auf die Farben, die sind kalt. Ein paar Tage später, nämlich jetzt heute in einer Woche, soll mit diesem Hochdruckgebiet, diesem Hochdruckrücken, dieser Berg aus 5,5 Kilometer Höhe an Wärme zu uns rollen und die Temperaturen würden massiv ansteigen. Damit würde Tauwetter einsetzen, vielleicht das vorgezogene Weihnachtstauwetter. Weihnachten oder die Ensemble schauen wir uns gleich an. Das ist immer noch offen. Es kann theoretisch sogar noch Schnee geben. Jetzt gibt es erst einmal klaren Himmel, dann Sonnenschein und Nebel. Ein paar Schneeschauer, auf der See auch Schneeregengewitter sind hier unterwegs. Tagsüber ziehen die Schneeschauer Richtung Ostsee, schwächen sich ab. Dann haben wir einen breiten Streifen von der deutschen Bucht bis in den Osten Österreichs mit strahlendem Sonnenschein. Im Südwesten ziehen kompakte Wolken auf, die bringen erst Schnee, später Regen und gefrierenden Regen mit akuter Glättegefahr, vor allen Dingen im Südwesten der Schweiz. Der Wind frischt im Süden
auf aus östlichen Richtungen. Im Norden haben wir recht lebhaften Südwest- bis Westwind. Die Höchstwerte erreichen minus 6 bis plus 1. In Teilen des Oberallgäus nur minus 7 Grad und in den Niederlanden plus 3 Grad. In der kommenden Nacht wandert dann diese Niederschlagszone immer weiter nach Norden und Nordosten. In den lila Gebieten ist es Schnee mit entsprechender Glättegefahr in den Frühstunden und in den pinken Gebieten gefrierender Regen mit ebenfalls akuter Glättegefahr. Falls ihr euch aussuchen könnt, irgendwie einen Homeoffice-Tag zu haben, macht ihn da. Tagsüber wandert die Zone weiter nach Norden und alles, was südlich dieser Linie ist, das ist dann Regen bei deutlichen Plusgraden, das Ganze hier Schnee, südlich davon eben Regen. Ab dem Alpenhauptkamm südwärts scheint die Sonne, vor allen Dingen im Süden Österreichs. Im Norden Deutschlands ist es ebenfalls sonnig mit ein paar Schauern auf der See. Der Wind ist hier immer noch ziemlich böig aus südwestlichen Richtungen. Südwestwind haben wir auch im Bereich dieser Luftmassengrenze auf der milden Seite. Da wird es dann kurzzeitig auch mal föhnig, im Südosten Österreichs Südostwind. Die Höchstwerte verbreitet minus 6 bis plus 1, an der Nordsee bis zu plus 3 Grad. Und südlich dieser Linie und etwa westlich von hier liegen die Höchstwerte bei 1 bis 9 Grad plus, wohlgemerkt. Am Donnerstag haben wir dann ein Niederschlagsgebiet, stand derzeit hier, wird wahrscheinlich wieder in Schnee übergehen mit leichten Schneefällen bis an den Alpenrand. Ab dem Alpenhauptkamm südwärts scheint die Sonne. Nördlich der Mittelgebirge ist ebenfalls öfter Sonne unterwegs. Da sind aber auch ein paar Quellwolken dabei mit einzelnen Schneeschauern. Ein kleines Privattief dreht sich hier. Der Wind frischt stark bis stürmisch auf. Im Süden haben wir schwachen Nordostwind. Die Höchstwerte erreichen minus 5 bis plus 2. Im Nordwesten, vor allem in den Niederlanden, bis zu 4. Und auf der Alpen-Südseite bis zu 9 Grad in der Schweiz, 5 Grad plus im Südosten Österreichs. Aber der große Rest, vor allen Dingen in Deutschland, hat eben noch die Frostluft, die sich am Freitag dann wieder weiter ausdehnt mit einem möglichen Schneefallgebiet hier im Südosten. Es ist noch nicht sicher. Da werden zwischen ein paar Krümeln und einer ordentlichen Schneedecke durch eine 5b-ähnliche Wetterlage, die immer sehr schwierig ist zu berechnen, Schneemengen berechnet. In diesen Gebieten soll es eben schneien. Sonst haben wir den breiten Wolkenschirm, der sich auf fast zwei Drittel Deutschlands ausdehnt. Im Norden und Nordwesten hingegen scheint die Sonne. Der Wind kommt hier 5b-typisch aus nordöstlichen Richtungen. Im Norden haben wir ablandigen Wind. Höchstwerte minus 5 bis 2 Grad. Über den Schneeflächen Mecklenburg-Vorpommerns und im Norden Brandenburgs, wenn wir dort keinen Wind haben und sich noch Dunst und Nebel halten, werden es hier kaum über minus 8 Grad am Nachmittag sein. Am Samstag bleibt es im Norden recht sonnig. Im Südosten zieht der letzte Schnee ab, grob minus 7 bis plus 2 Grad. Am Sonntag, dem 4. Advent, beginnt sich's in der Atmosphäre über unseren Köpfen zu drehen. Allerdings macht sich das am Boden noch nicht so stark bemerkbar. Teils Hochnebel noch im Südosten, sonst Sonnenschein. Von Nordwesten her immer mehr kompaktere Wolkenfelder. In den Benelux-Ländern ist es dann schon bezogen. Bei minus 8 bis plus 4 Grad. Und dann kommt eben mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit die Milderung in der kommenden Woche, die unsichererweise wir nicht wissen, wie lange sie anhalten soll. Aber bevor wir da hinschauen, schauen wir noch auf die Schneehöhen, die berechnet werden, und zwar bis zum Samstagabend nach dem deutschen Modell Eiken. Da haben wir in der Südosthälfte Schnee, am Alpenrand ganz tauglich, auch im Nordosten noch ein bisschen was. Das amerikanische GFS-Modell macht von Schleswig-Holstein bis Mecklenburg-Vorpommern eine nennenswerte Schneedecke und ab den Mittelgebirgen südwärts mit dem breiten Streifen von den Vogesen über den Schwarzwald, die Donaualbfläche bis in den Bayerischen und Böhmerwald und dann erst wieder in den Alpen. Südlich davon ist nicht mehr so viel, da wird sogar ein bisschen was wegtauen. Und das europäische ECMWF-Modell, das immer sehr, sehr offensiv dabei ist und sich freut und optimistisch ist in Sachen Schnee, würde den Alpenrand zuschütten mit Schnee, überhaupt den Süden. Ansonsten sehen die Schneesummen einigermaßen ähnlich aus. Kommt denn noch was dazu? Schauen wir kurz auf die Ensembles. Wir haben hier die Temperaturlinien in 2 Meter Höhe. Das ist nur eine Richtlinie. Da kann man regional auch nochmal 2-3 Grad drauf oder abziehen. Es geht nur um die Richtung. Hier haben wir die Niederschläge und was theoretisch von den Niederschlägen als Schnee runterkommen würde. Der Norden bleibt kalt. Nach dem 4. Advent schnalzt das nach oben, bliebe auch oben mit großen Unsicherheitsfaktoren. Der hellgrüne, das ist der sogenannte Hauptlauf, der auch auf den Apps ist, der ist sehr mild. Da sind aber Läufe dabei, die sind sogar ziemlich kalt. Und in dem Bereich haben wir Weihnachten. Und wenn es rund ein Drittel
das zuträfe, dann hätten wir Schnee. Schauen wir uns dann später mal im Laufe des Tages an, eben mit den Niederschlagssignalen als Schnee. Im Westen ein ähnliches Spiel. Es bleibt erstmal kalt, dann geht es deutlich milder weiter mit vielen Niederschlägen. Wobei, auch wenn es mal Regen gibt, die Natur kann das gebrauchen. Stichwort Grundwasser und Trockenheit der vergangenen Jahre. Und hier unten ein paar Läufe als Schnee. Auch im Osten, was ja momentan ziemlich kalt hier ist, geht's rauf mit den Temperaturen auf knapp über 0 Grad mit den Ausreißern nach unten. Und zu guter Letzt noch der Blick in den Süden. Hier ebenfalls noch die Kälte. Man sieht aber diesen kleinen Duckuck, der da hochgeht über 0 Grad. Das ist jetzt die Luftmassengrenze, die kommt. Dann geht es wieder runter. Später fraglich, ob es so weit hochgeht. Wir sind hier im Schutze des Hochs, oft mit Windstille. Und dann kann auch die Inversion greifen. Deshalb wird es hier nicht so mild wie beispielsweise in den anderen Regionen. Und da sind ebenfalls die Läufe dabei, die genau zu Weihnachten nach unten gehen, Niederschläge bringen würden, wo einige davon als Schnee kommen würden. Das heißt, weiße Weihnachten sind immer noch möglich. Bis später.